Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem ganz kleinen Nebenprojekt. Und zwar möchte ich einen Super Mario World No Death Run probieren. Und ja, ich habe mir gerade ein Video von TrueMG angeschaut, von vor einem Jahr, wo er zu so einem Wettbewerb aufgerufen hat. Und ich versuche da eine Videoantwort dafür zu produzieren. Ja, worum es basically geht, es geht darum, dass man so lange spielt, bis man einmal stirbt, egal auf welche Art. Keine Secret Exits, außer Support Level. Aber ich kenne sowieso nicht arg viele Secret Exits. Ich muss sagen, ich mache kurz mal ein Erase. Das ist noch von einem alten Spielstand. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich bin mit dem Spiel auch aufgewachsen, klar. Ich habe es als früher bei einem Kumpel vor allem gespielt. Immer abwechselnd und so, oder Zweispielermodus, wie auch immer. Welcome, this is Dinosaur Land. In this strange land, we find that Princess Toadstool is missing again. Looks like Bowser is at it again. Yeah, again. Ja, aber ich habe eigentlich früher immer Super Mario Bros. 3 bevorzugt. Mittlerweile finde ich beide gleich gut. Irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie komisch. Hello, sorry I'm not home, but I have gone to rescue my friend who were captured by Bowser. Yeah, okay. Steuerung kurz ausprobieren. Ich spiele übrigens mit dem Original SNES-Controller. Ob. Wie ich es auch schon bei Oldschool Rocks mache. Ob. Ja, scheint alles zu funktionieren. Perfekt. Das heißt, ich habe keine Ausrede, wenn ich jetzt gleich im ersten Level sterb. Bitte nicht. Hallo. Ja. Ich werde vielleicht etwas vorsichtiger spielen. Ob. Und ich darf nicht so arg auf die Aufnahme achten. Hopp. Nö, brauchen wir eigentlich nicht rein. Wir wollen ja sonst nichts sammeln. Hallo. Mittelpunkt. Was uns überhaupt nichts bringt, da wir sowieso nicht sterben dürfen. Juhu. Runter bitte. Danke. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man im Rutschen von dem getroffen wird. Oh. Hopp. Bing. Das nehmen wir natürlich mit. Das ist wichtig wie E und D. Eigentlich bin ich bei dem Spiel aber recht okay. Ich meine, ich kann es nicht mit Zombie oder sonst jemandem aufnehmen. Und ich habe auch noch nicht arg viele Hacks gezockt. Ich glaube, ich würde einen Shell Jump hinbekommen, wenn ich es unbedingt machen müsste. Aber ja. Ich glaube, ich bin relativ okay. Und meine Maus war die ganze Zeit im Bild. Aber zum Glück in dem Bereich, in dem eh nichts passiert. Juhu, Switch Palace. Damit haben wir schon mal die erste Hürde geschafft. Ich werde natürlich jeden Versuch hochladen. Das brauchen wir eh nicht. Ist eh egal. Los, Mario, renne. Und dann geh da rein, bitte. Danke. Ich hoffe, meine Nase macht mit. Bin ja etwas verschnupft gerade zur Zeit. Bam. The power of the switch you have pushed will turn A into L. Your progress will also be saved. Kann uns leider nicht beruhigen, denn jedes Art von Ende ist ein Ende für uns. Ist ein verdammt cooler Modus. Ja, bringt eh nichts, aber gut. Gut, dann machen wir mal das erste normale Level, das nicht zu einem Switch Palace führt, sondern uns tatsächlich weiterbringt. So. Richtig. Okay, los geht's. Verdammt. Ihr habt trotzdem keine Chance gegen mich. Und da ist natürlich etwas. Na, das brauchen wir eh nicht. Ist da der Yoshi? Da ist der Yoshi. Yeah. So ein bisschen kann ich es noch. Ich hab's natürlich durchgespielt. Hooray, thank you for rescuing me. My name is Yoshi. On my way to rescue my friends. Bros are trapped me in that egg. Wer Zombies Let's Play zu Super Mario World gesehen hat, da kam mir auch das erste Mal die Frage, wie zur Hölle hat Bowser in ein Ei verwandelt? Das kann Bowser nicht. Hallo, lass mich in Ruhe. Danke. Ah. Ich sollte wahrscheinlich aufpassen, dass ich öfters mal Yoshi eine Frucht essen lasse, weil das kann uns ja ein schönes Power-Up bescheren. Ja, Yoshi-Münzen oder sowas interessieren mich ja auch null. Weiter geht's. Das Level ist relativ ja.
unriskant, würde ich mal sagen. Weil man hier fast nicht... nee, ich glaube, da gab es gar keinen Abgrund. Also wirklich total Banane, das Level. Das nächste Level ist komplett anders. Da ein Abgrund auch ein Tod bedeutet. Ich habe es, glaube ich, oft genug wiederholt. Ja. Hallo. Boing. Hopp. Ist das Level zum Beispiel ein richtiger... Ja, sagen wir mal, ein richtiger Albtraum? Für einen No-Death-Run? Star Road oder sowas zählt auch nicht dazu. Auch wenn ich wirklich nicht glaube, dass ich auch nur annähernd so weit komme. Einen Yoshi dabei zu haben, hilft uns natürlich in jeder Hinsicht. Wir können uns von ihm abwerfen lassen. So, um nochmal gerettet zu werden, wenn wir einen Abhang hinunterfliegen und so Zeug. Also das hilft wirklich. Oh, fuck. Yoshi, danke. Außerdem ist da natürlich auch ein weiteres Leben, das man aber wieder neu... Nein, nein. Ach, egal. Das man aber wieder neu einsammeln kann, jedes Mal, wenn man es verliert. Das ist echt nett. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wann immer ich unter Druck bei einer Aufnahme stehe, zittern mir ein bisschen die Hände, aber das ist okay. Falls ihr Skype hört oder sowas, ja, ich habe vergessen, Skype auf stumm zu schalten. Egal. Damit müssen wir leben. Sehr schön. Na, wobei Fraps nimmt das ja nicht auf. Nee. Stimmt. Passt. Passt, passt, passt. Das ist ein Wasserlevel. Ein Halbwasserlevel, ja, stimmt. So, das Ding. Hier ist ein Yoshi auch echt. Für einen großen Wert. Für großen Wert. Ach, was wollte ich eigentlich sagen? Egal. Weiter geht's. Nein, das war's mit Yoshi. Okay. Nein. Lass mich hier raus. Oder halt nicht. Das ist so ziemlich... Ah. Scheiße. Ja. Yoshi. Aber... Okay. Ich glaube, das könnte es dann schon fast mit uns gewesen sein. Nein, noch nicht. Wir dürfen auch in Level zurückgehen, um uns zum Beispiel Yoshis zu holen oder sowas. Auch wenn TrueMG sagt, dass man dann den Respektbonus verliert. Aber wenn es erlaubt ist, werde ich das auch tun. Ich möchte auf keinen Fall in das Schloss gehen als kleiner Mario. Das wäre ziemlich doof. Deswegen gehen wir mal kurz zurück und holen uns wieder Yoshi. Quatsch, das war das falsche Level. Sorry. So. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob man das tun darf. Wartet mal kurz, lasst mich mal kurz nachschauen. Dum, 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 dum. Nur ein Leben. Keine Safe States. Ja, ja. Reguläre Sekundärausgänge. Level 2 ist erlaubt. Steht nichts dabei, also schätze ich mal, dass ich das darf. Wenn nicht, könnt ihr mir das gerne schreiben und ich mal rein. Hopp, danke. Und ich berichtig's und lösche das Video und mache neues oder so, keine Ahnung. Könnt ihr mich, glaube ich, einfach so machen. So. Und schon haben wir Yoshi dabei. Genau. Ja, ich meine, es ist ein Weg vom Spiel, also soll das okay sein. Auch wenn wir hier Yoshi eh nicht haben, aber zumindest sind wir groß. Das ist schon mal... Hopp. Lass mich da runter. Okay. Bahahaha. Ich bin fies. Los, geh wieder zurück. Danke. Da ist eine Feuerblume, an die ich nur klein rankomme. Sehr witzig, Spieleentwickler. Lalalala. Komm. Komm. Wow. Ist die leicht schneller als ich? Komm, komm, komm. Hopp. Ah, diese Netze hasse ich ja. Hopp. Oh, oh, oh. Mittelpunkt. Rein da. Was ich auch bei Zombie erfahren habe, wenn man sich hier immer ganz rechts am Bildschirmrand hält, ist man relativ sicher. Deswegen werde ich das auch tun.
Auch wenn ich die, die Löcher hier nicht richtig auswendig kenne. So, wow, das war relativ knapp. Das kannte ich noch. Kommt da noch mal eins? Ja, kommt. Wow. Okay. Ist vielleicht sogar ein bisschen nervlich anstrengender als der normale Weg, aber egal. Bam, Iggy. Ah, fuck. Komm. Ah, okay. Das dachte ich mir schon. Naja, das war's dann mit diesem No-Death-Run. Aber okay, ich werde es nochmal versuchen und dann das nochmal hochladen. Ich hoffe, es war relativ okay oder witzig für euch. Ich hoffe es wirklich. Naja, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, favorisieren. Euer Headset-Sniper. Ciao.